Yvonne Zepes, bei uns ist Trainerin für stilvolle Umgangsformen. Ein paar Tipps haben wir eben schon gehört. Ja. Was taugen die denn? Ja, also ich finde es schon mal ganz gut. Man hat gesehen, dass die Haltung, die innere Haltung, die ganz wichtig ist, dass man eigentlich von sich aus ein gutes Klima haben möchte, weil man weiß, man verbringt die meiste Zeit dort seines Lebens am Arbeitsplatz und dass man sich bemüht um ein höfliches Miteinander, dass man versucht auch trotz Miesepetrigkeit, trotz Probleme immer wieder aufs Neue höflich miteinander ins Kontakt zu kommen. Ich denke, das ist ganz wichtig. Also ist das auch so etwas Elementares, was jeder von sich aus machen kann und machen sollte? Ja, also es sollte jeder sich überlegen, dass man eine innere Haltung aufbaut, dass man nicht unbedingt immer seine Launen gleich dem anderen aufdrückt oder gleich zeigt, sondern sagt, also Respekt, ich behandle den anderen höflich und versuche, dass er sich auch in meiner Umgebung sich wohlfühlt. Mhm. Also wenn das alle machen würden, dann hätten wir ein super Klima. Das könnte sich ja manchmal in einem Großraumbüro dann etwas schwierig gestalten. Klar, da treffen dann Menschen unterschiedlichster Couleur aufeinander und dann hakt es vielleicht hier und da auch mal im Das passiert. Ne? Was kann man dann tun? Also einfach offen dann auch miteinander reden. Sollten es verstärkt Konflikte geben, suchen Sie das Vier-Augen-Gespräch. Das finde ich das Allerbeste. Natürlich gibt es verschiedene Persönlichkeiten und oft gibt es Missverständnisse deswegen, weil der andere das einfach falsch interpretiert hat. Und wenn man merkt, es gab so Missverständnisse, das merken Sie, dass Sie dann gleich das Vier-Augen-Gespräch suchen und sagen, ich merke gerade, es kam vielleicht vorhin schlecht rüber, meine Bemerkung. Versuchen Sie, das zu klären, selbst. Ich meine, es ist eigentlich für sich selbst das Beste, was Sie machen können, dass das Klima eben wieder gut ist. Gibt es denn vielleicht auch irgendwie so, kann man sagen, Merksätze oder ein, zwei goldene Regeln für ein gutes Klima im Büro, abgesehen natürlich von der inneren Haltung? Ja, also einfach sich zu überlegen, behandle den anderen so, wie du selbst behandelt werden möchtest. Versuche den anderen als einen Freund zu behandeln. Also nicht jemanden ausschließen oder schlecht über den reden. Also Tratsch und Klatsch ist ein Tabu. Also das wären so klassische Fehler. Dass man versucht, sich in Gruppen zusammenzurotten und in Gruppierungen und dann über andere schlecht zu reden. Also das sollte man versuchen zu vermeiden. Immer wieder, jeder Tag ist neu und versuchen Sie, alle mit hineinzubeziehen. Natürlich hat man Freunde und besondere, wo dann einfach die Schwingung so stimmt. Aber da können aber auch Freundschaften manchmal schwierig werden. Können manchmal auch schwierig werden, gerade beruflich, wenn es zu intensiv wird und wenn man sich zu sehr in Gruppierungen zusammenrottet. Dann fühlen sich andere schnell ausgegrenzt und dann kommt es immer wieder zu Konfliktsituationen. Also eher versuchen, immer alle mit hineinzubeziehen, alle in einem Boot zu bringen. Das hoffentlich werden wir hier genauso tun und ansonsten wissen wir jetzt auch, hilft Zartbitterschokolade. Das gutes Essen und gutes Trinken ist immer ein Miteinander, ein Essen, ein gemeinsames Essen und ein Miteinander hilft immer. Ist dann im wahrsten Sinne essentiell. Essentiell, genau. Herzlichen Dank für Ihr Kommen.